Es sind ja jetzt schon Verkehrsbeeinträchtigungen stark zu spüren durch Baustellen von Stuttgart 21. Wollen Sie sicher gehen, dass hier noch der Verkehr schon stimuliert hat? Zunächst mal funktioniert der Verkehr aktuell. Das ist die einzige Baustelle in Stuttgart. Wir wissen, dass in der Summe wesentlich mehr LKWs in Stuttgart unterwegs sind, die nicht Stuttgart 21 betreffen. Aber selbstverständlich werden die Belastung von 80 LKWs pro Tag dazukommen. Dafür werden andere Baustellen, die im Moment ja sich dem Ende zuneigen, wie zum Beispiel Milaneo oder auch Zerberviertel, die Straße mit der Entlastung, gehen wir davon aus, dass sich insgesamt die Belastung nicht erhöhen kann. Es fehlen noch einige Genehmigungen. Wann wollen Sie fertig sein? Wie ist der Zeitplan? Zunächst mal die Genehmigungen, die fehlen. Sie meinen speziell das Grundwassermanagement. Das Grundwassermanagement rechnen wir mit der Genehmigung im September diesen Jahres. Wir gehen auch davon aus, dass wir keine Genehmigung vorliegen. Es fehlt die Genehmigung für die Ausführungsplanung des Brandschutzes. Die muss vorliegen bis Mitte 2015. Also insofern haben wir da keine Sorge, dass wir nicht diese Terminpläne auch einhalten können. Nochmal kurz gesagt, wann wollen Sie fertig sein? Ja, Fertigstellungstermin ist geplant auf Ende 2021. Im Moment geht die Bahn davon aus, dass man diesen Zeitplan einhalten kann. Natürlich wissen wir alle, dass da viele Prämissen sich dahinter noch verbergen, die erfüllt werden müssen. Zum Beispiel brauchen wir bis Mitte 2015 die Planfeststellung für die Flughafenanbindung. Das ist bestimmt ein kritischer Bereich. Davon hängt auch tatsächlich dann ab, ob man diesen Zeitplan einhalten kann. Jetzt gab es einige Proteste heute Morgen schon. Was ist das für ein Gefühl für Sie? Es ist normal geworden. Wir wissen, dass jeden Montag, es gibt 230 Montagsdemos zwischenzeitlich, glaube ich, 32 nach Forderungen nach Baustopp. Das Projekt ist bisher damit umgegangen und wird auch in Zukunft damit umgehen. Und ich kann es auch nicht. Dankeschön. Alles klar. Kommt jetzt. Von Reuters. Wo sind Sie? Von Reuters, die Frau. Ja, ich muss den Tüdel sein. Und weh, das stimmt nicht. Das ist auch sinnlos. Okay, heute eine neue Phase ist Stuttgart 21. Kann man sagen, was wird hier heute begonnen? Zunächst mal beginnen eigentlich seit einiger Zeit schon die Arbeiten zur Erstellung des neuen Durchgangsbahnhofes. Heute beginnt insofern eine bedeutende Maßnahme, weil eben hier die Arbeiten beginnen im Bahnhof Trog. Und das hat deshalb eine besondere symbolische Bedeutung, weil natürlich diese Erdarbeiten beginnen in dem Bereich, wo vor am 30. September 2010 die Massenproteste stattgefunden haben. Das ist diese Symbolik natürlich speziell für die Projektgegner wichtig, für das Projekt selber. Das ist einer von mehreren hundert Abschnitten, die jetzt begonnen werden. Die Projektgegner kritisieren, dass jetzt die Baustraße nicht gebaut wurde oder eine Baustraße gebaut wurde, dass die Abwasserkanal nicht tiefer gelegt wurde. Was sagen Sie dazu? Das muss ich dazu sagen. Protestgegner fordern alle seit 230 Wochen Baustopp. Und wir gehen mit den Themen um. Die Bahn bewegt sich selbstverständlich ausschließlich im Rahmen der Planfeststellungen. Dort, wo sie keine Planfeststellungen haben, baut sie nicht. Und insofern kann ich das so jetzt gar nicht dazu sagen. Wie gut ist Stuttgart 21 an dem Zeitplan derzeit? Im Moment, dort, wo die Bahn bauen kann, ist sie im Zeitplan. Wir gehen nach wie vor in der Fertigstellung 2021 aus. Natürlich hängt diese Fertigstellungsterminplanung mit einigen Prämissen ab. Zum Beispiel braucht man eben speziell aus der Hauptengpass, der kritische Bereich, die Genehmigung für die Flughafenanbindung bis 2015. Wir brauchen die Genehmigung für die Brandschutzkonzepte, für die Ausführungsplanung auch Mitte 2015. Das sind die kritischen Bereiche. Und wenn diese Termine eingehalten werden können, gehe ich auch davon aus, dass die Inbetriebnahme 2021 stattfinden kann. Bitte schön. Danke euch. Super, danke. So, wir mit Ihnen handeln. Vielen Dank, dass Sie sich kurz die Zeit nehmen. Und auch wenn es so ein bisschen ist wie Christoph Murmelt hier, werden die Fragen wahrscheinlich wieder relativ ähnlich sein. Ja, warum ist der heutige Tag, der 5. August, so ein besonderer Tag in Bezug auf die Bauarbeiten von Stuttgart 21? Also ich muss offen sagen, für diejenigen, die für die Projektrealisierung verantwortlich sind, ist es kein besonderer Tag. Es ist eine von mehreren 100 Baumaßnahmen, die heute beginnen. Es hat eine besondere Symbolik für die Projektgegner, weil natürlich in dem Bereich, in dem Baufeld, wo wir jetzt die Erdarbeiten beginnen, am 30. September
erzählen, die Massenproteste stattgefunden haben und die bekannten Demonstrationen und die gewährten Probleme waren. Deswegen ist die Symbolik besonders groß. Ansonsten ist es eine von mehreren Abschnitten. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt mit diesem Abschnitt in den Tiefbau gehen können und damit auch die Arbeiten zur Stellungstiefbahnhof beginnen können. Ja, Sie sprachen jetzt gerade eine besondere Symbolik an. Das merkt man ja auch immer noch, dass das Thema in der Bevölkerung und bei den Stuttgartern noch nicht ganz so ist. Es gibt ja immer noch die Demonstranten. Wir haben es auch heute wieder laut gehört. Ja, bewegt Sie das auch? Ach, zwischenzeitlich haben wir sich daran gewöhnt. Ich glaube nicht, dass Stuttgart 21 heute etwas Besonderes ist. Ich glaube, dass jedes Infrastrukturprojekt in dieser Republik umstritten ist. Jedes Infrastrukturprojekt auch Gegner da sind, die sich dagegen die protestieren. Das Projekt hat bisher geschafft, damit vernünftig umzugehen, wird auch in Zukunft damit vernünftig umgehen. Also insofern bewegt uns nicht besonders. Es würde uns eher überraschen, wenn irgendwann nicht mehr stattfinden würden. Also zwischenzeitlich gehört es zum absoluten täglichen Ablauf dazu und darauf haben wir uns eingestellt. Trotzdem sind ja viele Schatten auf dieses Projekt gefallen, also gerade eben an einem speziellen Tag. Ist das sowas, was Sie heute immer noch, was heißt betroffen macht, aber immer noch so, dass es diese Schatten gibt auf diesem Projekt, dass das es immer macht, noch Thema ist? Es macht mich schon betroffen, vor allem deshalb, weil diejenigen, die für die Projektrealisierung verantwortlich sind, damit nichts zu tun hatten. Insofern glaube ich, ist es ein Thema, womit die anderen auseinandersetzen müssen. Die Bahn hat dieses Projekt genehmigt, die Bahn hat gebaut. Und wenn dann anschließend durch andere Vorkommnisse eben solche Demonstrationen stattfinden konnten und auch die Verletzungen stattgefunden haben damals, ist eine Sache, die uns natürlich betroffen macht und uns natürlich auch viele Probleme gemacht hat im Projekt. Aber wie gesagt, dafür sind nicht die verantwortlich, für die Projektrealisierung verantwortlich sind. Und damit haben wir leider auch mit einem Malus zu leben, für den wir alle nichts können. Genau, deshalb nochmal zurück zu den Bauarbeiten. Wie weit sind Sie denn jetzt vorangeschritten? Läuft alles nach Zeitplan? Wie sieht es aus mit den ganzen Genehmigungen? Gibt es noch Bauchschmerzen irgendwo? Natürlich gibt es Bauchschmerzen, die haben auch offen kommuniziert. Wir haben momentan dort, wo die Bahn bauen kann, kommt sie sehr gut voran. Deswegen ist auch von der Seite her der Terminplan nicht gefördert. Wir wissen aber alle, es gibt einige kritische Bereiche, speziell die Genehmigung des der Flughafenanbindung. Die benötigt die Bahn im dritten Quartal 2015, um den Terminplan in Betriebnahme 2021 zu schaffen. Wenn dieser Terminplan die Bahn feststellen, sie verzögern würde, gibt es Probleme mit dem Terminplan. Und dann ist dieser Terminplan freigestellt und muss man neu rechnen. Aber im Moment geht die Bahn davon aus, dass man die Genehmigung bis im dritten Quartal 2015 bekommt. Aber das ist einer der offenen Punkte, die noch gelöst werden müssen. Wie lange müssen sich die Bürger gerade in Stuttgart, in der Stadtmitte, mit Problemen, mit verkehrstechnischen Problemen einstellen? Wann können denn hier die Bauarbeiten abgeschlossen sein? Also zunächst mal sind die, wie wir gerade auch präsentiert haben, die Hauptbelastungen für Aushub in 2015. Dort werden die größten Belastungen sein. Bis dahin sind aber auch die Baulogistikstraßen der Bahn fertiggestellt, sodass dieser Transport ausnahmslos über die Baustraßen der Bahn erfolgt, also nicht mehr im öffentlichen Straßenbereich. Zu unserer Umschlagefläche, ab dort werden die ja auf Güterzüge abtransportiert. Insofern sind sicherlich im Moment größere Belastungen als in 2016 sein werden. 2016 werden die Belastungen nicht null sein, aber dadurch, dass es weitgehend auf den Baustraßen der Bahn erfolgt, also auf bahneigenem Gelände und nicht mehr auf öffentlichen Straßen, werden die Belastungen sicherlich ab Frühjahr 2015 geringer werden und ab 2016 noch wesentlich noch geringer. Okay, das klingt ja schon mal ganz gut. Vielleicht noch ein Thema, was auch die Stuttgarter bewegt, ist auch das Thema Feinstaub. Also Stuttgart ist ja gerade auch deutschlandweit eine der Städte, die höchste Feinstaubbelastung haben. Da befürchten natürlich die Leute, dass die Belastung dann durch Stuttgart 21 und die Baustellen, die Fahrzeuge und so weiter noch deutlich höher wird. Was gibt es denn da für Strategien? Ja, alle Fahrzeuge mit Feinstaub sind mit Feinstaubplaketten ausgestattet. Insofern gehe ich davon aus, dass sich die Bauunternehmen daran halten und insofern habe ich tatsächlich da keine großen sehe ich die Befürchtung nicht für gerechtfertigt. Super, dann vielen Dank nochmal. Schönen Tag noch, Dankeschön. Okay, also erklären Sie einem Münchenmauer, wie die Erde aus den Baugruben jetzt entsorgt wird. Zunächst mal werden die Erde abtransportiert auf LKWs, etwa über 3-4 Kilometer, teilweise im Moment über öffentliche Straßen. Auf eine Umschlagefläche, auf eine bahneigene Umschlagefläche, man wird es umgeladen auf Güterzüge und von dort dann eben abtransportiert in die Deponien. Das heißt, wir haben im Moment eine gewisse Belastung von etwa 80 LKWs pro Tag in Stuttgart auf öffentlichen Straßen, die so lange anhalten, bis die Baulogistikstraßen eingerichtet sind und dann erfolgt eben Transport auch auf LKW zur C2-Fläche, zu dieser Umschlagefläche, eben dann aber auf bahneigenem Gelände. Schon mal vielen Dank. Welche Straßen sind dann genau besonders betroffen? Das ist
vor allem die Wolframstraße. Ich kann Sie jetzt nicht die einzelnen Straßen, ich kenne zu wenig in den, da jetzt aus in dieser Ecke, aber es sind etwa 4-5 Kilometer, wo man doch über öffentliche Straßen fährt. Wir hatten eben bei der PK schon über Lärm gesprochen, bestimmte Lärmschutzmaßnahmen, die die Bahn da ergreift, um die Anwohner zu schützen. Welche sind das? Zunächst mal muss die Bahn Lärmschutzwände an diesen Straßen, wo die Baulogistik stattfinden wird, aufbauen. Da ist sie gerade dabei. Darüber hinaus bekommen bestimmte Bürger auch von der Bahn gestellt neue falschluckende Fenster. Da werden die Bürger aufgefordert, jetzt entsprechende Anträge zu stellen, ob die eben die Belastungen haben. Das heißt, es geht auch in der Planfeststellung vorgegeben, in welchen Bereichen, welche Schutzmaßnahmen stattzufinden haben, in denen sich die Bahn dann zu halten hat. Es waren noch mehr Maßnahmen, die jetzt speziell die Baumaschinen und Lkw betreffen. Welche sind das? Zunächst mal brauchen die Lkws Feinstaubtabletten, Plaketten, Entschuldigung, damit eben entsprechend die Emissionswerte im Griff behalten werden. Dann müssen bestimmte Geräte eingesetzt werden, die eben nicht besonders viel Lärm entwickeln. Auch da gibt es genaue Vorgaben. Also insofern gibt es alles, der Gesetzgeber hat hier ganz enge Maßstäbe gesetzt, an die sich die Baufirmen bzw. die Bahn halten muss und halten wird. Es gibt eine Bauüberwachung, die versucht sicherzustellen, dass da keinerlei Abweichungen stattfinden. Wenn doch welche Abweichungen sind, muss man entsprechend dagegen vorgehen. Also es ist ein ganz strikter Prozess, der eingehalten werden muss und der eingehalten wird. Vielen herzlichen Dank. Was würden Sie denn jetzt dem Stuttgarter raten, in 2015 mit dem Bahnhof umzugehen? Hier soll dann das meiste Verkehrsaufkommen sein durch die Bauarbeiten. Und sollte man dann mit der Bahn überhaupt noch den Hauptbahnhof anfahren? Also zunächst mal bringen Sie zwei Dinge durcheinander. Das eine ist, mit dem Zug fährt man an und Zugverkehr wird durch die Baumaßnahmen nicht behindert sein. Der Zugverkehr war behindert während der Umbau des Gleisvorfeldes, der ist abgeschlossen. Insofern sehen wir im Zugverkehr keine Behinderungen. Es gibt dahingehend Einschränkungen, dass die S-Bahn-Benutzer, wenn sie mit den Zügen ankommen, etwa 100, 200 Meter längere Wege haben zur S-Bahn, das sind Fußwege. Aber ansonsten gibt es keine Behinderungen im Bahnverkehr. Es gibt die nächsten, speziell das Frühjahr 2015, Belastung im öffentlichen Straßenverkehr. Die Bahn heute kommuniziert, dass ca. 80 LKWs pro Tag den öffentlichen Straßenverkehr benutzen werden und damit auch Belastungen stattfinden werden. Wir wissen alle, dass es ein Bruchteil ist des LKW-Verkehrs, der in Stuttgart heute schon stattfindet. Es gibt ja noch mehr Baustellen als Stuttgart 21. Insofern wird sich alles in dem Rahmen bewegen, der plangestellt ist, der genehmigt ist. Bisher kann man wirklich sagen, toi toi toi, hat auf den öffentlichen Straßen noch keine größeren Belastungen stattgefunden. Aber wenn man am Bahnhof ankommt, muss man ja irgendwie weiterkommen. U-Bahn, Stadtgalerie wird bald umgebaut, wird umgeleitet. Leute, die am Hauptbahnhof ankommen, müssen vielleicht mal abgeholt werden. Kann man hier noch parken ohne Probleme? Das ist selbstverständlich. So wie es heute ist, wird es auch bleiben. Das heißt, die Belastungen werden nicht größer werden, die Wege werden nicht länger werden, wie bereits erwähnt. Ab der Sperrung des S-Bahn-Abganges, Mitte August, glaube ich, ist das jetzt vorgesehen, müssen die S-Bahn-Benutzer 100 bis 200 Meter längere Fußwege in Kauf nehmen. Und das ist es dann. Mit diesen Belastungen wird man während der Bauzeit rechnen müssen. Also, noch mal kurz, bis zum Bauende von 2021, ist das mit der S-Bahn die einzige Behinderung? Ganz genau. Okay, danke schön. Was bedeutet der heutige Baustein des Bauhofs für das Gesamtprojekt 21? Also eigentlich nichts Besonderes. Zunächst mal ist es einer von mehreren hundert Bauschritten, die wir durchführen müssen und durchführen werden. Insofern hat dieser Schritt heute keine besondere Bedeutung, hat eine besondere Symbolik. Wenn natürlich diese Baumaßnahme stattfindet auf dem Baufeld, wo eben am 30. September 2010 die Proteste stattgefunden haben und die Ereignisse waren, die wir alle kennen, mit Wasserlaufereinsatz etc., über die wir alle sind, vor allem diejenigen, die für die Projektrealisierung verantwortlich sind. Aber insofern ist die Symbolik relativ groß, aber die Maßnahme als solche ist ein normaler, einer von vielen Schritten, die wir gehen müssen. Die Symbolik hat auch Herr Inhofen angesprochen, für ihn ist das Ende der Ungewissheit. Kann man das so unterschreiben? Ach, wissen Sie, bei einem Projekt, das planfestgestellt ist, wo es Verträge gibt, wo wir seit 2,5 Jahren aktiv bauen, ist das Projekt unumkehrbar so oder so, egal ob jetzt diese Baumaßnahme heute oder morgen oder im halben Jahr stattgefunden hätte. Also insofern ist die Unumkehrbarkeit dieses Projekts längst gegeben. Wir hatten eine Volksabstimmung, wir hatten eine Schlichtung.
Also mehr geht nicht. Mehr Legitimation vom Projekt kann man eigentlich gar nicht mehr finden. Die hat längst stattgefunden. Insofern wird ein einzelner Postritt diese Umkehrbare und Unumkehrbare nicht mehr weiter beeinflussen. Das sehen ja manche nicht so. Heute waren ja auch in der Proteste. Ja, welche Kommentar zu geben? Ja gut, das Projekt konnte bisher mit diesem Protest umgehen und auch im Zunft damit umgehen. Ich glaube, in Stuttgart haben wir keinen besonderen Protest mehr. Es gibt kein Infrastrukturprojekt, glaube ich, in diesem Land, auch in ganz Europa, wo nicht ein bestimmter Prozentsatz der Bürger dagegen ist, dagegen protestiert, sich dagegen wehrt, dass dieses Projekt realisiert wird. Und das ist genauso. Ich glaube, wir haben zwischenzeitlich normale Verhältnisse und mit diesen Verhältnissen wird das Projekt umgehen. Es wurde eben auch erwähnt mit dem Bau hier, mit dem Baudruck, ist man eigentlich ein Jahr im Verzug, ist trotzdem das ambitionierte Ziel zu erreichen? Also wir sind im Baudruck ein Jahr nicht im Verzug. Wir sind bezogen auf den Bauzeitenplan, der basiert auf Fertigstellung 2021, hier nur in wenigen Monaten im Versuch. Die Bahn hat heute kommuniziert, auch die Baufirma, dass man in der Lage ist, entsprechend Puffer diese Verzögerungen aufzuholen. Aber natürlich wissen wir alle, dass der Bauzeitenplan, der von einer Betriebnahme 2021 ausgeht, sehr ambitioniert ist. Das wissen wir. Aber natürlich kämpft die Bahn dafür, kämpfen alle dafür, für das Projekt Verantwortung tragen, dass man diesen Termin einhaltet. Und ich hoffe, dass es alle tun. Und wir dann auch eine Chance haben, diesen ehrgeizigen Plan wirklich zu erfüllen. Das Wichtige sind ja dann auch die fehlenden Genehmigungen, die jetzt vor allem im Herbst erwartet werden. Und kann man da schon ungefähr abschätzen, ob man die durch den Herbst bekommen wird? Ja, wir gehen davon aus, zunächst mal sind es Behörden, die diese Genehmigung erteilen. Wir können es nicht vorschreiben, wie sollen die Behörden irgendwelche Genehmigungen erteilen. Aber im Moment gehen wir davon aus, dass wir die Genehmigung im Herbst haben. Für die, es geht konkret um die Grundwassermanagement. Die Zusatzentnahmemöglichkeit zu schaffen. Davon gehen wir aus und natürlich ist es ein wichtiger Meilenstein dann für die Erfüllung des Zeitenplans. Ja, vielen Dank. Die Zeit liegt aber nur. 7 bis 17 Uhr, jetzt kann man es ja definieren, und 2 durch 10, kann man es ja immer weiter runterbrechen. Diese LKW sind nicht alle gleich. Thank you.